Hallo und herzlich willkommen bei Bernd in seiner Kochecke. Heute machen wir eine Würzremoulade. Eine Würzremoulade ist nichts anderes als eine aufgepimpte Mayonnaise. Ja, kommt auch so ein bisschen aus der französischen Küche, soweit ich das weiß. Benutzt man da viel zu Fisch oder zu Tafelspitz oder solchen Sachen. Da gibt es wahnsinnig viele Rezepte von. Alle basieren aber auf einer Mayonnaise, die dann eben ein bisschen verlängert wird. Dann nimmt man Creme Fraiche, dann nimmt man Joghurt, einen Quark, was eben an Milchprodukten so da ist und würzt das dann kräftig mit Kräutern und anderen Dingen. Ich werde es mal relativ einfach halten. Ich werde die Mayonnaise selber machen, werde schon in die Mayonnaise dann ein bisschen Senf und Gewürze reingeben. Dann habe ich direkt schon eine Würzmayonnaise. Das Ganze dann ein bisschen mit Joghurt und noch ein paar anderen Sachen verlängern. Dann haben wir eigentlich schon eine leckere Remoulade. Die kann man dann super zu Sülze und solchen Sachen essen. Ja, die Remoulade an sich wird, wie gesagt, aus der Mayonnaise-Basis gemacht. Wenn wir die Mayonnaise selber machen, dann nehmen wir ja mal ein geschmackloses Öl und ein Ei als Basis. Das werdet ihr gleich sehen. Ich mixe das dann mit dem Zauberstab auf. Und wenn die Mayonnaise schon eine feste Konsistenz hat, dann werde ich in einem zweiten Schritt daraus eben die Remoulade machen. Das heißt, dann kommt der Restgewürz, bisschen Joghurt rein. Das verändert sich ein klein bisschen in der Konsistenz zur Remoulade. Man sagt bei einer Remoulade ja auch eine Remouladensoße. Das heißt, es wird ein bisschen von der Festigkeit weggenommen. Das erreiche ich ja dadurch, dass ich ein bisschen Joghurt zugebe zu der Mayonnaise. Da wird es dann ein klein bisschen von der Festigkeit wegkriegen. Und noch ein paar Gewürze dabei. Und ich glaube, dann wird das ganz lecker. Das wirklich Schöne ist, ich habe eine selbstgemachte Sülze momentan da. Könnt ihr auch ein Video von mir angucken. Und zu einer selbstgemachten Sülze, eine selbstgemachte Remoulade, ja, was gibt's Besseres, oder? Ein Blick auf die Zutaten. Wir haben ein geschmackloses Öl, das habe ich hier schon abgewogen. Wir brauchen ein Ei, klein bisschen Zucker und Salz. Ich habe einen hellen Essig. Wenn ich eine neutrale Mayonnaise machen würde, würde ich jetzt keinen Senf reingeben. Jetzt packe ich aber Senf rein, weil wir ja eine Würzremoulade draus machen und der Senf bringt direkt schon Würze in die Basismayonnaise. Ich habe hier einen schönen Joghurt, dann um die Remoulade aus der Mayonnaise zu machen. Und da wird ein bisschen Zwiebel, Silberzwiebel und Gürkchen reingehackt. Das gibt dann so ein bisschen Säure und nochmal Geschmack da rein. Die Zwiebel auch ein bisschen Schärfe. Und so wird aus der relativ neutralen Mayonnaise dann eben die würzige Remoulade. Gucken wir uns aber gleich Schritt für Schritt an. Ja, beim Material brauche ich meinen Zauberstab, mit dem schlage ich die Mayonnaise auf. Und ich brauche ja ein Behältnis, in dem der Zauberstab gut reinpasst, damit ich hier eben die Mayonnaise hochziehen kann. Das war es eigentlich. Den Rest, den macht man mit kleinen Schüsselchen und Töpfchen. Gut, dann starten wir mal. Ich gebe mal zuerst das Öl rein. Das Öl ist geschmacksfrei in dem Fall, weil es soll eine Remoulade werden. Wenn er später mal in Richtung Aiolis oder sonst irgendwas geht, könnt ihr natürlich auch ein Knoblauchöl direkt nehmen, aber es ist in dem Fall ja jetzt nicht gewollt. Zucker. Salz. Ich nehme, wie gesagt, ein bisschen Senf, weil ich ja weiß, dass es gewürzt werden soll. Wenn ihr einfach nur eine Mayonnaise macht und die nicht in eine Remoulade verwandeln wollt, dann würde ich erstmal den Senf weglassen, denn die einfache Mayonnaise schmeckt ohne besser. Essig. Das Ei. Seht, eine wunderbare Mayonnaise. Gut, im nächsten Schritt machen wir aus der Mayonnaise die Remoulade. Ich habe hier die Zwiebeln und Gürkchen in schön feine Würfelchen geschnitten, die kommen jetzt da rein.
Es gibt schön ein bisschen Säure, ein bisschen Schärfe, allgemein die Würze jetzt. So. Und Joghurt. Das ist jetzt auch eine größere Menge. Da tue ich mal 2 Löffel Joghurt rein. Ich denke, das wird passen. Und dann alles schön verrühren. Gucken wir uns gleich das Ergebnis an. So, nach dem Rühren hat sich die Konsistenz und Farbe leicht geändert. Bisschen flüssiger geworden, bisschen leichter. Würzig. Bisschen Salz fehlt. Ja, an der Stelle kann euch auch kein Rezept mehr helfen. Da müsst ihr einfach so abschmecken, wie ihr es gerne haben wollt. Ne? Ob er da jetzt eine Zwiebel mehr reintut, eine halbe oder eine Gewürzgurke mehr, ein bisschen mehr Salz. Das ist ja auch so ein bisschen nach eurem persönlichen Geschmack. Ich kann euch nur raten, macht die Mayonnaise selber. Ihr habt gesehen, das geht ganz fix. In 2 Minuten war ich fertig. Und würzt es dann zur Remoulade, so wie ihr möchtet. Zwiebel passen, Gürkchen passen, Silberzwiebeln passen. Manche tun Kapern rein oder Sardellen. Ich habe jetzt einfach so ein bisschen nachgesalzen. Ich bin nicht so der Freund von Kapern in Remoulade. Aber das kann ja jeder halten, wie er möchte. Gut, ich richte ein bisschen an. So, und wie könnte man jetzt schöner die Remoulade essen, als mit selbstgemachter Sülze, einem selbstgemachten Kochschinken und dazu 2 Scheiben Toastbrot. Das ist richtig super, da freue ich mich jetzt drauf. Ja, unser Ziel war es gewesen, Remoulade selber zu machen. Das hat schön geklappt. Wir haben die Mayonnaise schnell gemacht. Die waren 5 Minuten fertig und dann ein bisschen aufgepimpt mit Gürkchen, mit Zwiebeln. Ich habe hinterher abgeschmeckt. Das muss man einfach. Festgestellt, mir fehlte ein bisschen Salz, habe ich dazugegeben. Ich habe es ja mit einem Sahnejoghurt verlängert. Dadurch ist es jetzt ein bisschen flüssiger als die Mayonnaise. So wie für mich Remoulade sein soll. Die soll nicht ganz so fest sein wie eine Mayonnaise, meiner Meinung nach. Und wenn man mal in Rezepten so guckt, andere Leute nehmen eine Creme Fraiche dafür, das kann man bestimmt auch gut machen. Oder andere solche Milchprodukte, die eben einfach dem Ganzen ein bisschen eine sahnigere Konsistenz geben. Geschmacklich ist es jetzt ganz toll. Ich werde es schön mit Sülze und Schinken essen und freue mich drauf. Das war es von Bernd aus seiner Kochecke mit einem möglichen Remouladenrezept. Da gibt es ja ganz, ganz, ganz viele. Schreibt mir gern, wie ihr die macht und was ihr vermisst, was ihr besonders wichtig als Zutat seht, die ihr in eure Remoulade reintut. Dann probiert es vielleicht beim nächsten Mal aus. Tschüss!